Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News, denn es gibt einiges rund um Hertha BSC zu besprechen. Zum einen möchte ich ein bisschen über die zweite Liga sprechen, denn die Neuner-Konferenz ist gerade eben vorbeigegangen. Es war natürlich sehr, sehr spannend, was dort passiert ist. Ich möchte aber auch über Hertha BSC sprechen, über Lucas Toussaint, Diego Demme und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit und sprechen wir erstmal über die erste Thematik des Tages. Und zwar geht es um Fabian Reese. Fabian Reese hat jetzt seine zweite Liga-Saison beendet und hat heute nochmal für Holstein Kiel gespielt, und zwar gegen Hannover 96, und hat dort gezeigt, warum wir ihn verpflichtet haben. Ich glaube, wenn Fabian Reese nur im Ansatz die Leistung aus dieser Saison bestätigen kann, dann glaube ich, ist das ein absoluter Top-Transfer. Fabian Reese hat heute wieder für Holstein Kiel gespielt und hat, haltet euch fest, 4 Scorerpunkte erzielt. Er hat ein Tor gemacht und 3 Vorlagen beigesteuert beim 5:1-Sieg gegen Hannover 96. Ich glaube ganz im Ernst, dass dieser Fabian Reese-Transfer wirklich für die kommende Saison ein richtiger Gamechanger sein könnte. Fabian Reese ist, ich habe es auch mir heute ein bisschen angeschaut, ein super gefährlicher, blitzschneller Flügelspieler, der aber offensiv auch ein bisschen variabel ist. Der kann als Mittelstürmer spielen, der kann auf der rechten Seite spielen, der kann links spielen, und ich muss sagen, was er mit dem Ball kann, ist brutal. Er ist für mich sogar vielleicht ein besserer Ejuke. Mit einer Geschwindigkeit kommt er echt gut, richtig schnell in den 16er, kann einige Dinge auflegen, und ich glaube, der wird uns richtig, richtig gut tun. Es ist ähnlich mal ein Flügelspieler, der vor allen Dingen auch Qualität mit sich bringt. Und ich finde, wenn man sich die Flügelposition bei uns anschaut, in den letzten 2-3 Jahren, da hatten wir nie wirklich Spieler, die sich dort nachhaltig und langfristig durchgesetzt haben. Und ich hoffe, dass, wenn Reese verletzungsfrei bleibt, er die linke Flügelposition füllen kann und er hoffentlich mit uns wieder aufsteigt, denn das ist ja das Ziel. Es tut mir für ihn wahnsinnig leid, dass er es nicht in die Bundesliga schafft, denn ich glaube, Reese ist ein Bundesligaspieler. Das Niveau erreicht er schon bereits bei Holstein Kiel, und ich glaube, er ist dazu auch in der Lage, in der Bundesliga zu bestehen. Jetzt hat er quasi nicht wirklich einen Schritt nach vorne gemacht mit dem Transfer zu uns, aber ich hoffe, dass er trotzdem den Weg mit Hertha BSC geht und dass er auch mit uns dann aufsteigen wird. Bei Holstein Kiel hat es nicht geklappt, aber die Statistiken bei Holstein Kiel sind der pure Wahnsinn. In 32 Spielen, das heißt, er blieb schon mal langsam verletzungsfrei, hat er 11 Tore und 10 Vorlagen erzielt. Das ist wirklich überragend, und er hat in dieser Saison nochmal 2, 3, 4, 5, 6 Schritte nach vorne gemacht, und das freut mich unfassbar für Fabian Reese. Das heißt, ich glaube, dass Fabian Reese ein überragender Transfer war, und vor allen Dingen dafür, dass wir ihn ja als Bundesligist verpflichtet hatten und jetzt absteigen, könnte das von der Qualität her nochmal hoffentlich unser Niveau anheben. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich allgemein jetzt schon auf die kommende Zweitligasaison, denn ja, die Konferenz ist vorbei, und ich sag euch das, was ich eigentlich immer sage seit dem Abstieg. Ich finde, dass die Bundesliga nicht wirklich attraktiv geworden ist, und das hat einen Grund. Wir haben oben in der ersten Liga nicht wirklich Vereine, die gerade mal so attraktiv sind. Heidenheim ist aufgestiegen. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Heidenheim. Wirklich, die haben in der Schlussphase alles abgerissen und haben eine Mentalität bewiesen, die kann man bei uns lange, wirklich sehr, sehr lange suchen. Herzlichen Glückwunsch an Heidenheim. Der Aufstieg ist auch total verdient. Die Meisterschaft in der zweiten Liga können sie jetzt auch feiern. Und ich muss trotzdem sagen, wenn man sich dann die Attraktivität der Vereine in der Bundesliga anschaut, dann nimmt das Saison für Saison immer irgendwie mehr ab. Oben haben wir jetzt RB Leipzig, die jetzt nicht gerade attraktiv als Gegner sind. Mainz, Augsburg, Hoffenheim, Darmstadt, Heidenheim, Bochum. Dann haben wir noch Vereine wie zum Beispiel Union Berlin, die jetzt nicht gerade den attraktiven Fußball spielen. Ich finde, ey, von der Vereinsqualität her, von der Fanstärke, die die Vereine mitbringen, ist das echt wenig. Stellt euch mal vor, ja, Augsburg gegen Heidenheim, das ist jetzt nicht wirklich ein Duell, wo ich Bundesliga-Feeling habe. Und das ist ja nicht nur das einzige Duell. Da kann man auch Wolfsburg gegen Darmstadt oder ja, eben auch Vereine bereits in dieser Saison Leipzig gegen Hoffenheim nennen. Ich sag's immer und immer wieder, aber ich finde, wie gesagt, dass die zweite Liga in der kommenden Saison brutal stark ist. Das hat natürlich auch einen gewissen Nachteil, denn in der zweiten Liga spielen Schalke, Hertha, Stuttgart oder Hamburg, je nachdem, wer sich in der Relegation durchsetzt. Wobei das ja sogar fast egal ist, denn ich finde, Stuttgart und Hamburg sind zwei Vereine, die brutal geil sind, beziehungsweise wirklich auch eine gewisse Fanbase mit sich bringen und die auch so eine gewisse Ausstrahlung haben. So etwas, was ich bei Wolfsburg jetzt gar nicht spüre. Dann haben wir Nürnberg, Düsseldorf, Hannover, Kaiserslautern, St. Pauli, Magdeburg, Rostock, Karlsruhe. Das sind Vereine,
ey, die kannst du auch in die Bundesliga stecken, anstatt Darmstadt, Heidenheim, Wolfsburg, Hoffenheim. Und jeder würde sich freuen, denn sie sind nicht total irrelevant. Von daher freue ich mich auch, dass Schalke mit runtergekommen ist. Denn mit Schalke haben wir wirklich geile Duelle. So Hertha gegen Schalke, Hertha gegen Kaiserslautern, Schalke gegen St. Pauli oder Schalke gegen Rostock. Das sind Duelle, die kann man genauso gut in der Bundesliga stattfinden lassen. Und es würden genauso viele Fans kommen. Und deshalb freue ich mich sehr auf die anstehende Zweitligasaison. So viel zur Zweitliga-Konferenz, zur Transferthematik rund um Fabian Reese. Und jetzt kommen wir zur vorletzten News des heutigen Tages. Und zwar geht es um Diego Demme. Diego Demme ist ja, wie gesagt, ein Spieler, an dem wir momentan Interesse zeigen. Sowas hat zumindest Sky Sport News berichtet, und zwar Lisa de Reuter. Und Diego Demme ist ein Transfer. Ich habe das ja schon gestern im Video begründet. Ey, den Transfer finde ich gut. Diego Demme ist ein erfahrener Zweitliga- und Erstligaspieler, der unfassbar viel Qualität hat. Er würde von Napoli, dem amtierenden Serie A-Meister, kommen. Und ich glaube, dass er fußballerisch uns auf ein neues Level heben würde. Und jetzt kam ein Bericht online, weil ein Transfer-Szenario anstehen könnte. Und zwar könnte Toussaint zum SSC Neapel wechseln und dafür Diego Demme zu Hertha BSC. Das wäre auch nicht nur ein reiner Tauschdeal, wo wir einfach die Spieler hin und her schieben, sondern da der Toussaint etwas mehr wert ist als Diego Demme, würden wir auch noch eine Transfersumme, eine Transferablöse dafür bekommen. Da gibt es jetzt verschiedene Spekulationen vom Berliner Kurier. Es wird berichtet von 11 Millionen Euro, die man zu Hertha BSC transferieren würde. Und ganz im Ernst, das hört sich eigentlich zu schön an, um wahr zu sein. Erstmal, Lucas Toussaint müssen wir verkaufen. Wir müssen ihn verkaufen. Ich würde ihn unfassbar gerne in die zweite Liga mitnehmen. Aber, sind wir mal ehrlich, er ist der Mann, mit dem wir am meisten Geld verdienen können. Er ist der Mann, der am konstantesten und am besten war in dieser Saison und der auf jeden Fall uns am meisten Geld einbringen wird. Ein solcher Mittelfeldspielertyp ist gefragt und wir müssen uns leider von ihm trennen. Der Berliner Kurier schreibt, dass es ein Gerücht ist, dass möglicherweise Diego Demme zu uns kommt, Toussaint dann zum SSC Neapel wechselt. Und wie gesagt, ich glaube, das ist etwas zu schön, um wahr zu sein. Neapel möchte sich für die kommende Saison verstärken, definitiv, und hat auch eigentlich das nötige Geld. Aber ob Toussaint den Ansprüchen genügt, ist dann halt eben die Frage. Er würde ja dann von einem Absteiger kommen. Man muss einfach abwarten, was bei Diego Demme passiert. Aber an sich wäre das natürlich ideal. Somit würden wir halt die frei gewordene Position direkt wieder besetzen und hätten genug Geld noch dazu. Und ich glaube, das wäre das beste Szenario, was passieren kann. Ob es dann so umgesetzt wird, dann sind wir mir eigentlich der Berliner Kurier, der labert ja von morgen bis Abend eigentlich nur Scheiße. Was denn daran wirklich wahr ist, das werden wir in den kommenden Wochen sehen. Kommen wir zur letzten News des heutigen Tages, und zwar Stevan Jovetic. Stevan Jovetic wird Hertha BSC verlassen, so viel steht fest. Und er ist nicht der Einzige, der verabschiedet wurde, sondern auch Shedira Juke und Ivan Cunjic werden Hertha BSC verlassen. Ja, gut, was soll ich sagen? Jovan Cunjic sind für mich zwei Spieler, wo ich wirklich Erwartungen hatte, wo ich auch wirklich dachte, dass sie hier einschlagen können. Aber Jove war leider zu oft verletzt. Trotzdem hat er 11 Tore für uns erzielt und ich bin dankbar für seinen Einsatz. Er hat immer alles gegeben, hat sein Herz auf den Platz gelassen, war ein sehr, sehr feiner Fußballer und ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Cunjic kann sich verpissen. Das war jetzt der Disput mit unserem Trainer Pal Dardai. Ja, wie gesagt, Cunjic, da wird keiner nachtrauen, dass er jetzt weg ist. Ijuke, schade. Schade, dass er nie wirklich einsteigen konnte. Sein Abschuss ist zu schwach und offensiv war er leider auch zu lange verletzt, dass er wirklich nochmal hier etwas hätte verändern können. Sehr, sehr schade. Aber auch ihm wünsche ich für die Zukunft alles Gute. So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Video wieder. Schaut euch unbedingt noch meine zwei letzten Videos an. Dort habe ich das Diego Demme-Gerücht noch einmal genauer besprochen. Und auch vor allen Dingen das Video von heute Vormittag, wo ich über das Spiel gegen Wolfsburg gesprochen habe. Das war's mit diesem Video. Wir sehen uns. Abonniert ganz gerne diesen Kanal, um auch zu sehen, um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Schönen Tag euch noch und tschüss.